Sven, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was essen, bevor es richtig losgeht. Was taken wir denn? Wir soften die Engländer mit Krokig. Dem Kopf weg. Aber richtig. Wie ist das Wetter? Warm. Es ist richtig Sommer hier. Wir hätten eigentlich eine kurze Hose kommen. Wie ist das Bier? Ja. Haben wir noch nicht probiert. Nee, leider. Kein Feuer. Es gab schon Feuer. Alle laufen wild umher und was er sagen wollte, weiß er doch jetzt nicht mehr. Und wie fühlt es sich denn an, wenn man die Welt versprochen hat? Erstmal so nochmal Tag 1. Was haben wir heute gemacht? Also, ne? Wir hatten ja eine ziemlich lange Fahrt gehabt. Und dann hat unser Curtis von der Train Station, so nennt man das ja hier in England, abgeholt. Mit dem Taxi. Wo sind wir denn jetzt hier? Und dann sind wir hier angekommen. Jetzt sieht das hier erstmal aus wie Apples unter dem Sofa. Jo, Tag 2, ab geht's. Sven, hast du gut geschlafen? Day 2, ja, very, very good on the bed. Gute Come on, Matratze. Das glitzert sogar das. Glitzert von der alle letzte Zeit auf live und mich hat Nico aus letzter Zeit eingekuschelt. Und hat er dich in Ruhe gelassen oder ging? Ja, er konnte nicht. Konnte nicht in. Das konnte mir nicht widerstehen. Die Hände sind getaped mit Sorgen und kein Bock und lass es mal lieber sein und. Brücken-Village, Bahnhofstraße ist hier nicht gemeint und what the hell and what the fuck steht auf dem Rucksack. This is Curtis, the master of music. Sir Elton Curtis. Surrey Kane und wenn du da bist, richtig da bist. Nico, erzähl mal, was haben wir heute gemacht? Ich muss nicht erzählen, hört einfach hin. Pro-Version, damit wir es nicht vergessen. That's our place. That's our stage for tonight. This year. Wir werden jetzt auch nur noch drüben CrossFit trainieren. Wir machen keine Musik mehr, weil hier ist Dienstag Training. Mit der Rugby-Mannschaft. Er meint, wir haben mehr Talent als zum Rugby-Spiel. Richtig. Weil wir halt auch die Maschinen dafür sind. Weil wir richtig auf Muscles haben. Ja. Aus oder irgendwie, die dich fesselt, die dich hochzieht, die dich rausholt. Next morning. Good morning. Are you feeling good today? Geben soll und kann nicht. Weiß nur, aus dem Loch zu kommen. Brauchst du eine Hand, die dich fesselt, die dich hochzieht, die dich rausholt irgendwie. Die dich fesselt, die dich hochzieht, die dich rausholt irgendwie. Heute war ein spannender Tag. Heute ist Montag und wir waren bei John Beck mit Curtis im Studio und haben einen Song zusammen geschrieben, wo wir noch keinen Text haben. Morgen wollen wir diesen Song aufnehmen. Die Melodie steht, Gitarre steht. Morgen wollen wir eine Demo erstellen und ich bin jetzt hier vom weißen Blatt Papier und mal gucken, ob wir einen Text hinkriegen. Mit dem Loch in der Mauer und einer Wache, die schläft. Komm im Hurricane, im Loch des Hurricane. Und wenn du da bist, richtig da bist, will. Komm im Hurricane, im Loch des Hurricane.
Tschüss.